So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal, ja, ihr wisst ja, ich stelle ja eigentlich alles vor, was mir so in die Finger kommt. Ja. Heute mal den Thermonator. Ja. So ab einem gewissen Alter sollte man was tun für seine Gesundheit. Also gesund ernähren, Sport machen und so weiter. Und ich habe ja im letzten Spätherbst mal... entgegen. Im letzten Spätherbst angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, hatte dann einen Rückschlag gesundheitlicherweise, hatte noch einen Unfall dazu und habe es dann schleifen lassen. Aber jetzt ab Samstag, also heute ist Dienstag, der 21. Ich weiß es nicht. So, keine Uhr heute an. Habe ich mir dann gedacht, rüstest du dich mal richtig aus, ne? Und kaufst dir so, zum Beispiel für einen LKW einen Shaker. Für Eiweiß oder Proteinshakes herzustellen und hatte dann irgendwie, ich glaube auf Facebook oder so, ich habe keine Ahnung, den Thermonator gesehen. Ich denke mir so, oh cool, wenn der warm und kalt wird. Ja, schlechte Idee, warme Proteinshakes zu machen, die stocken ab 60 Grad. Oh. Wenn ihr sowas habt, also ich habe bei dem mir erspart, weil der ist nach ein paar Fehlversuchen geht der sofort in Frührente, Schnauze voll mit dem Thermonator. Ich sage euch auch warum. Also nochmal, ich glaube auf Facebook habe ich es gesehen, die Werbung. Und habe gedacht, bestellst du mal. Ich meine, irgendwie so um die paar 20 Euro, vielleicht 20 oder 30, irgendwie sowas in der Art. Ich gucke da nicht so unbedingt auf den Preis drauf, ne? Ich denke mir hier einen Haken zum Wegschmeißen, also hier so eine Öse, ne? Schraubgewinde mit, ne? Seht ihr, Fehler Nummer uno, ja? Der hat sich doll gedreht, ja? Weil nach fest kommt ab und da war der durch und sitzt auch noch schief drauf. Deshalb lief mir die Suppe, ihr seht es hier, lief mir die Suppe auch da raus und so wie ihr den jetzt seht, ne, gucken wir auf das ganze Zeug, was hier, ne, das ist ja nicht nur das Schwarze. Das hier, das ist alles Protein, Eiweiß. Ich sitze morgens im LKW um 3 Uhr, Fahrerkarte rein, einlesen lassen, denke ich mir, jetzt schüttel ich mir noch ein. Ja? Whey-Protein-Isolat, Energy-Protein-Kaffee von Markus Rühl, Rühls Bestes. Den Stoff kann ich empfehlen, den Stoff nicht. Habe ich wirklich im LKW. Ich habe zwei Tüten davon, eine im LKW, eine daheim. Und wenn ich einen Kaffee trinken will, dann trinke ich den kalt und zwar hier mit dem Stoff. Der ist gut. Ja? Könnt ihr mal anhalten, dann könnt ihr mal die Liste lesen. Ich packe euch vielleicht noch einen Link in die Beschreibung rein, aber da kommen wir später zu. Den Stoff rein, ja? Wasser und da ist ja, ihr seht's, ich kriege gerade Sodbrennen, wenn ich da nur dran denke, wie das heute Morgen aussah. Das Einzige, womit sich das Protein mit dem Wasser vermischt, ist hier mit diesem, ne? Da soll man dann auch, wenn man es abmacht, macht man, weiß ich nicht, Fußnägel rein, dann hat man auch einen schönen Handkäse-Proteinshake. Fußkissen. Und jetzt etwas, und das Ding verkantet sich sofort. Das ist Metall, das ist isoliert, das hat funktioniert. Und ich habe natürlich ein Auto angefahren, das ist nicht schlimm. Ihr seht hier die Spaltmaße, seht ihr das? Und das ist der Nachteil an diesem Thermonator oder Thermonator. Ich hoffe, der Arnie haut den irgendwann mal die Backen für dafür. Oder wie der Markus sagen würde, dort dafür. Oder da dafür. Ja, das verkantet sich sofort. Und Spaltmaße sind sowieso vorhanden. Das ist ein Witz. Ich habe also heute Morgen im LKW gesessen und habe gedacht, ich schüttel mir jetzt mal ein. Ne? Am Arsch die Waldfee. Der ganze Scheißweg ist mir im LKW. Ja, ich habe danach eine Viertelstunde im LKW gesessen, habe erstmal geputzt. Gut, dass ich Feuchttücher im LKW habe.
Kaufempfehlung, diesen. Ne? Also vielleicht füllt ihr den, wenn ihr den habt, mit Wasser und für jemanden, der das verdient hat, ja, diesen hier weg. Was ich aber geil finde, und das muss ich mal so loslassen, Rühls Bestes, besonders tolle Sportnahrung, das stimmt. Ich habe einiges von dem seinem Stoff, ich rede schon wieder Rühl, ja, das liegt wohl an seinem Protein, ja, des Bedarfs, da steht's. Der Kaffee ist der Hammer, der schmeckt geil und der ist gleichzeitig ein Whey-Protein-Isolat. Das heißt, Whey ist Molke, ja? Protein und Isolat. Proteinshakes sind meistens dickflüssig und Isolat bleibt immer flüssig. Ich habe schon mal vorgestellt, Waldmeister testet Waldmeister. Ich habe noch Cola von ihm, ich habe noch Cola mit Zitrone. Ich werde mir den ganzen Kram kaufen, weil jetzt am Samstag geht es richtig los. Ja? Weil das ist ja kein Zustand hier. Das ist ja nichts. Ne? Ich falle ja fast vom Fleisch. Ich habe jetzt 15 Jahre keinen Sport gemacht. Das ist alles im Prinzip Arbeitsmuskeln. Ja? Ja? Kaffee und Frühstück in einem. Finde ich geil. Hol ich mir wieder. Ist ein bisschen teurer als das andere Zeug, aber gut durchdacht. Der Markus hat etliche internationale Preise abgeräumt. Vorbild für jeden Bodybuilder. Ne, Leute sagen Bodybuilding, was ist Bodybuilding? Das sind doch nur die so arme, kleine Köpfe, kleine Hirne. Stimmt nicht. Jeder, der sich um seinen Körper kümmert, ja, baut an seinem Körper, der bildet seinen Body. Ne? Also wie gesagt, ich sehe ja mittlerweile, Markus würde sagen, der sieht ja aus wie ein verschissener Matschhaufen. Ja, dieser 52. Ich habe mindestens 17 Jahre keinen Sport mehr gemacht. Das guter Stoff, das schlechter Stoff, Krauschengrab. Ja? Obwohl, vielleicht putze ich den und verkaufe den auf dem Flohmarkt. Von Fuffi, naja, gut. Nee, das kommt in die Tonne. Verschwendet das Geld. Ein Tag nach Gebrauch, ein Tag, das war bei mir in der Konsole, in dem Flaschenhalter drin, ein Tag nach Gebrauch hat sich der Scheißdreck von Lackierung aufgelöst und ich denke mal, ein paar Tage länger, dann ist der kleine Shaker, der kleine Wichser, ist der auch im Arsch. So, heute mal ein etwas anderes Video, ich habe ja schon andere Sachen vorgestellt, wie eine Thermoskanne von Stanley und so weiter und so fort, aber minus 10. Ja? Alright. Geiler Stoff. Sollte irgendwann mal der Markus Rühl auf den komischen Wegen hier hinkommen, dieses Video zu sehen. Markus Kaffee ist geil. So, aber der kennt mich nicht. Und ich werde auch nicht gesponsert. So, ab Samstag geht es wieder zum Training. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mal Bock habt, dann mache ich ein paar kleine Shorties. Die sind, glaube ich, so 15 Sekunden. Klar. Ein paar Shorties von 15 Sekunden. Die packe ich dann in die Videosektion der Shorties rein. Ja. Und ab Samstag geht's los. Damit ich dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen besser aussehe als jetzt. Ne? Nicht nur Farbe an den Armen. So, wie immer gilt. Tschüss, mal gut. Schwenkt den Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Ach, übrigens, bei Rühls Bestes gibt es ein, und das ist der Tipp, wer Proteinshakes und sowas mag, der holt sich einen Shaker, der durchsichtig ist. Also, ne, wo man reingucken kann, der von Markus, ich weiß nicht, ob er den jetzt noch hat, der ist durchsichtig. Ne? Also, wenn ihr dann euren Shaker da gemacht habt, der sieht dann, ob das ganze Zeug auch wirklich mit Wasser gemischt ist oder nicht, unten einfach nur noch Klumpen drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn ihr denn so wie ich Kraftfahrer seid, oh, der geht noch Stunden, habt ihr dann mal die Zeit, den sauber zu machen. Und da unten ist das Protein noch drin. Das stinkt mit der Zeit. Ich schwör's euch, ihr habt noch nie so was Ekelhaftes gerochen wie altes Protein. Und wenn es so ein paar Stunden ist. Und die haben auch noch in der Werbung geschrieben,
der stinkt nicht. Das stimmt nicht. Der stinkt wie die Sau. Oh, das ist wie Salmiakgeist. Und das kenne ich aus dem Malerbereich, weil ich habe früher Treppenhäuser und sowas nicht abgebeizt, aber gewaschen mit Salmiakgeist. Und das raubt einen den Atem. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt gleich noch 1-2 Shaker von Markus. Und da weiß ich immer, die halten dicht. Bisschen stabil, genau, stabil, sagt er. Und da hat man auch Spaß dran. Aber nicht an so einem Scheißdreck. Entschuldigung. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss Mario, schwenkt die Hut, Schüsse ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister. Hasengeficke.